Hier haben wir einen Stromkreis mit einer Stromquelle, einem Schalter und einem Verbraucher. Um besser zu verstehen, was in solch einem Stromkreis passiert, vergleichen wir diesen mit diesem Wassermodell. Beginnen wir mit der Stromquelle. Die nehmen wir jetzt etwas genauer unter die Lupe. Am Minuspol gibt es viel, viel mehr freie Elektronen als am Pluspol, wo mehr Protonen vorhanden sind. Und diese Protonen ziehen diese beweglicheren Elektronen an. Dieser kurze Weg ist den Elektronen aber unmöglich gemacht und somit versuchen sie, einen anderen Weg einzuschlagen, um dann zu diesen Protonen zu gelangen. Dieser andere Weg ist aber im Moment unterbrochen. Im Wassermodell bedeutet das im Vergleich, das Wasser in diesem oberen Becken hat eine viel größere potenzielle Energie als das Wasser in diesem unteren Becken und die Natur neigt dazu, diesen Energieunterschied auszugleichen. Das heißt, das Wasser von hier oben soll somit ganz von alleine zum Wasser von unten fließen können. Dieser direkte Weg in diesem Turm ist dem Wasser aber unmöglich gemacht, also wird es versuchen, diesen Umweg zu nehmen, der ist aber durch diesen Wasserhahn gesperrt. Jetzt schließen wir den Kreis und somit kann der Strom fließen, wie eben gesagt. Hier öffnen wir den Wasserhahn und somit kann das Wasser fließen, wie eben gesagt. Jetzt der Vergleich. Zuerst die Spannung. In dieser Stromquelle entsteht also eine Spannung und es ist diese Spannung, die die Elektronen durch den Leiter schickt. Im Wassermodell ist es der Höhenunterschied, der diese Wassertröpfchen von oben nach unten schickt. Zweitens, hier haben wir den Schalter, der entspricht im Wassermodell dem Wasserhahn. Drittens, was durch diese Leitung fließt, das sind die Elektronen. Im Wassermodell sind es die Wassertröpfchen. Viertens, hier haben wir einen Verbraucher. In dem Modell ist es eine Glühbirne, die verwandelt diese elektrische Energie hier in Leuchtenergie und manchmal sogar in Wärmeenergie. In unserem Wassermodell ist diese Potentialenergie, die mit und mit zur kinetischen Energie der Wassertröpfchen wird, die wird hier vom Wasserrad aufgenommen und in mechanische Energie umgewandelt. Dann fünftens, die Elektronen kehren zu dieser Stromquelle zurück, sind jetzt am Pluspol und diese Stromquelle wird dafür sorgen, dass es wieder mehr freie Elektronen am Minuspol gibt als am Pluspol. Ähnlich wie hier, dieses Wasser fließt in das untere Becken und diese Wasserpumpe Fön sorgt dafür, dass das Wasser wieder nach oben gepumpt wird.